Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Lasst euch überraschen. Na, wisst ihr schon, was es ist? Immer noch nicht? Aber jetzt! Hallo ihr Lieben, wir befinden uns heute im Rostocker Zoo. Da es hier draußen aber viel zu kalt ist, gehen wir mal rein ins Darwineum. Ich hoffe, ihr könnt einiges lernen. Kommt mal mit. Wir befinden uns jetzt im Darwineum. Das Darwineum hat seinen Namen übrigens vom Mann hier rechts von mir. Das ist Charles Darwin. Er war ein Forscher und Entdecker und hat die ganze Welt bereist und dabei unterschiedlichste Tierarten entdeckt, unter anderem die Galapagos-Schildkröte. Er setzt sich auch mit der Entwicklung der Menschheit auseinander. Und genau wie er ganz viel entdeckt hat, können auch wir ganz viel entdecken. Los geht's! Vor vielen Millionen Jahren entstand das erste Leben auf der Erde. Daraus entwickelten sich dann die Tiere, die es heute in verschiedenen Formen und Farben gibt. Durch die verschiedenen Formen und Farben haben sich einige Tiere zu wahren Meistern der Tarnung entwickelt. So auch der indische Glaswels und die Gespenschrecke. Na, könnt ihr sie entdecken? Jetzt treffe ich mich mit jemandem, der mir ein paar Fragen beantworten kann. Sie heißt Julia und arbeitet hier im Darwineum. Was können die kleinen Gäste denn hier Besonderes entdecken? Natürlich unsere Affen in der Tropenhalle ganz besonders, aber wir haben auch ganz viele Spielebenen in die Ausstellung mit eingebaut. Wie viele verschiedene Tierarten gibt es denn hier im Darwineum? Oh Gott, das habe ich jetzt ja gar nicht nachgezählt. Ich hätte jetzt im Zoo, wusste ich jetzt, 350 gibt es im ganzen Zoo. Und hier im Darwineum, da müsste ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Also wir haben die Gorillas hier ja, dann unsere Orang-Utans, die Gibbons, die Brasser Meerkatzen, unsere kleinen Zwergseidenäffchen. Und dann nehmen wir noch, wenn wir noch die ganzen Echsen und so weiter dazu nehmen, da kommt schon eine Menge zusammen. Und Sydney das Faultier natürlich und, nicht zu vergessen. Ja, die habe ich gerade vergessen. Da hängt sie ja oben gerade. Was hören wir denn jetzt hier gerade im Hintergrund? Ja, das ist unsere kleine Elsa. Das ist ein Weißhandgibbon. Und ja, obwohl sie ein bisschen kleiner ist als die anderen Menschenaffen, die wir hier haben, hat sie ein sehr, sehr lautes Organ und kann sehr laut schreien. Das Darwineum steht da jetzt etwas über ein Jahr. Haben sich die Tiere denn mittlerweile hier gut eingelebt? Ja, super. Also am Anfang gab es natürlich noch kleine Eingewöhnungsschwierigkeiten, aber mittlerweile geht es denen hier allen super und wir haben ja schon Nachwuchs bekommen. Also unser kleines Orang-Utan-Mädchen ist ja geboren worden und das zeigt ja einfach, dass die Tiere sich wahnsinnig wohl hier fühlen. Gut, du bist ja hier viel unterwegs im Darwineum. Was ist denn hier dein Lieblingsplatz? Ja, ich glaube genau hier, ehrlich gesagt, weil von hier hat man so ein bisschen den Rundumblick. Man hat auf der einen Seite ja sozusagen Asien mit den Orang-Utans und wenn man dann nach rechts schaut, Afrika mit den Gorillas und natürlich unsere Sydney, die immer hier in der Mitte bei uns ist und hier hat man einen schönen Blick auf alles. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des Darwineums? Ja, dass das auf jeden Fall so schön weiterläuft alles hier, dass genauso viele Besucher kommen, dass wir gemeinsam hier ja irgendwo Wissen und Bildung vermitteln können, dass es unseren Affen weiter so gut geht, wie es ihnen jetzt geht und vielleicht noch mehr Nachwuchs. Da Julia mich leider wieder verlassen musste, schaue ich mal, ob ich etwas anderes Spannendes finde. Direkt hinter mir beginnt der Tropenbereich des Darwineums. Hier können wir unsere direkten Vorfahren, die Menschenaffen, aus nächster Nähe betrachten. Leider sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen, aber fürs nächste Mal habe ich mir schon was ganz Spannendes überlegt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüss!